Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Notruf 112. Wir sollen zu einer Position gehen, zu welcher auch immer, man weiß es nicht. Gerade wenn die Position nicht in Sichtweite ist, wäre eine Navigation dorthin wirklich ausgesprochen hilfreich. Wir laufen halt mal hier hoch, weil das alle anderen auch machen. Und hoppala. Hallo? In der Tür... Ach, sieh mal eine an, da oben ist sie. Wow. Wer genau soll die jetzt finden? Wer dann nicht zufällig weiß, dass die gerne hier oben sind, die Leute. Das würde mich echt mal interessieren. Ich hoffe, jetzt kommt es bald ein Einsatz. Sehr schön. Gebäudebrand. Wir machen mal den A hier. Und Start. Oh, der ist sogar noch unten. Da müssen wir lang. Zimmerbrand. Einsatz für ELW LF 24 DLK 2312 TLF 1. Bin da. Lülala. Na, weißt du wohin? Sehr schön. So, da sitzt gar keiner, okay. Wir sind auf dem Weg zum Einsatzort. So, dieses entgegen der Fahrtrichtung sitzen, das war ja nicht so meins. Ich kenne das vom Achterbahnfahren, wenn man mal eine Achterbahn hat, die entgegen der Fahrtrichtung fährt. Also da merke ich, das ist dann nicht so gut. Meldet sich mein Magen. Deswegen würde ich das auch in solchen Fahrzeugen eher bevorzugen, in Fahrtrichtung zu sitzen. So, schauen wir jetzt aber mal, wo unser Gebäude ist, was da brennt. Und ob wir da noch was löschen können. Ob wir da ein Feuer sehen. So, das schaut doch mal gar nicht so schlecht aus bisher. Vor allem, ob wir diesmal den Hydranten finden. Erinnert euch an die letzte Folge? Jawohl, da brennt's, ganz eindeutig. So, Feuerwehr ist da. Jetzt müssen wir noch auf die mit dem RTW warten. Die holen gerade noch den Kaffee und die Donuts. Da kommen sie auch schon. Und dann starten wir los. So. Return. Steigen wir mal aus. Aua. Gegen die Tür gelaufen. So. Legt mal los, Jungs. Ihr legt den Verteiler. Ich warte derweil hier. Verteiler wurde abgelegt. Der holt den Schlauch. Ach, da hat schon jemand den Hydranten hingestellt. Okay, da gibt es keinen festen. Einmal angeschlossen. Der rempelt den mal kurz auf die Seite und holt sich das andere Ende. Der schließt an den Hydranten an. Der ans Auto. Ah ne, gar nicht. Interessante Konstruktion. Achso, der hat den Schlauch geholt. Okay. Und was machen wir? Angriffstrupp in den Innenangriff. Oh, wir wechseln mal kurz die Person. So. Weil wenn der das machen soll, das wird in der Regel eh nichts. Irgendwo brennt's da. Da würde ich's vermuten. So. Löschen wir mal ein bisschen.
Ganz schöner Qualm da drin. Ich komme da gar nicht richtig hin zum Löschen und da sieht man es. Wow. Das ist innen, also das ist Ego-Perspektive und das ist Nicht-Ego-Perspektive. Das ist unbeschreiblich manchmal. Jawohl, genau. Einmal die Tür im Weg. Kann man hier eigentlich auch sterben, wenn es zu heiß wird? Also die Perspektive ist wirklich... Also es ist unglaublich schwer hier zu sehen, wohin man zielt. Man sieht es leider nicht wirklich. Ich glaube, das habe ich gelöscht. So, jetzt geht es noch darum, da... Ohne Worte. Das ist auch noch was, wo wir so wirklich gut dran arbeiten müssen, dass wir... Ich muss doch hier sehen, wo ich lösche. Und in der Innenperspektive geht es auch nicht immer. Das ist... Wenn man dann bald so gar keine Perspektive mehr hat, wird es schwierig. So. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ist schon mal schön, dass wir das Feuer sehen. Da hatten wir ja auch mal ein paar bisschen Schwierigkeiten mit den Einstellungen. Wenn man das auf hohe Einstellungen stellt, dann sieht man schlicht und ergreifend gar nichts mehr. Das macht gerade bei einem Zimmerbrand nicht sehr viel einfacher, weil da muss man ja schon sehen, wo es brennt. So. Hey, und wir robben diesmal nicht durch die Gegend. Wir stehen noch, das ist doch gut. Geh zu Schlauchende, lege Hohlstrahlrohr ab. Machen wir. So, Atemschutz kann aus. Trennen wir mal. So. Legen wir ab. Gehe zu Position. Ich gehe mal die Position suchen. Position. Ah, da. Nimm Tragkorb auf. Gehe zu Rolltor. Gehe nicht über los, begib dich direkt dorthin. Verstauen. So. Ich glaube. Achso, jetzt kommen die Haspeln da noch dran. Wow. Einmal durch den Kollegen durch. Setzen wir uns und fahren weiter. Yo. Zum Großen und Ganzen hat der Einsatz ja geklappt, bis auf der eine oder andere kleine Bug. Aber er ist zumindest durchgelaufen, da hatten wir ja schon andere Fälle. Bin mal gespannt, wann mal wieder ein Update kommt. Weil das jetzige, wir sind ja sogar noch in der Beta-Phase, aber es gibt es ja auch schon eine ganze Weile jetzt.
das darf man natürlich nicht vergessen. Wir haben die Beta-Phasen aktiviert. Also es kann natürlich auch schon sein, dass da mal was nicht so geht. Wobei das Problem mit den Einsätzen, das haben wir ja von Anfang an, dass sie sich aufhängen. Und manchmal so aufhängen, dass gar nichts mehr geht, wo man irgendwas tun soll, irgendwas ablegen soll. Was derjenige aber nicht tut. Beziehungsweise das System gar nicht mehr erkennt, dass man es eigentlich noch in der Hand hat. Und es nicht ablegen kann, aber auch nicht aufnehmen kann, wie man es eigentlich sollte. Das ist... Oder dann halt so Späße wie in der letzten Folge. Wo man was an Hydranten anschließen soll, der irgendwo ein paar Häuserblocks weiter ist. Also nicht mal ansatzweise in Sichtweite, da sind ja wirklich Häuser dazwischen gewesen, eine Mauer. Das ist dann schon heftig. Es wäre ja noch okay, wenn die Feuerwehrleute dann wenigstens dahin laufen würden. Aber die finden es ja selber nicht. Und Alternativen lässt das Spiel in dem Fall da nicht zu. Also ich kann dann keinen so eine Spindel da aufstellen. Also statt den festen Hydranten zu nutzen, dann halt dieses mobile Ding da. Das geht leider nicht. So, ich hoffe, wir können gleich noch einen Einsatz machen. Das wäre schön. Sind eigentlich alle da? Zwei fehlen noch, ne? Der eine TLF. Steigen wir mal aus. Und der RTW, da ist der. Gehen wir mal wieder dem Elektro-RTW lauschen. Der dürfte hier jetzt gleich auch angefahren kommen. Man hört ihn nicht. Wisst ihr, elektrisch und so. Da. Oh, der Nachbar hämmert irgendwas. Ich weiß nicht, ob er das hört. Wow. Ist nicht ein Tönchen zu hören. War übrigens auch schon seit dem Anfang des Spiels. Klopf, 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 klopf. Ich hoffe, es kommt nicht allzu laut hier im... Ah, Einsatz beendet. Es kommt nicht allzu laut hier rüber. So. Ja, knapp über 10 Minuten haben wir gerade. Dann können wir den nächsten Einsatz noch abwarten. Ich hoffe, der kommt dann jetzt gleich. Ich hoffe mal nicht, dass wir da ewig lange warten müssen. Ich würde hier über die Schranke hüpfen, aber das geht nicht. Die Kollegen haben es auch rausgeschafft. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass wir die da mal befreien. Oh, es regnet. Gibt es einen Regenbogen? Oh ne, ja, doch, Sonne scheint noch. Da, da, dum, dum, dum. Kann ich da eigentlich auch? Komme ich da rein? Da. In die kann ich nicht einsteigen, oder? Das wäre doch. Hoppla. Das wäre doch nett. Ich nehme mein eigenes Fahrzeug. Nee, komme ich nicht rein. Schade. Ah, Verkehrsunfall 3. Person eingeklemmt. Wir machen wieder den A. Achtung, Hilfeleistung. Achtung, Verkehrsunfall. Hilfeleistung. VU3, Einsatz für LF24, RTW. Das bei dem Regen können wir nicht warten, bis es wieder trocken ist. Sonst wird meine Frisur nass. Und auf geht's!
Fehlt noch wer? An was scheitert es jetzt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ach, er hier. Er traut sich nicht ins Nasse. Hat Angst, dass Schminke verwischt oder sowas. Das sind so Sachen, die sollten eigentlich nicht passieren. So. Der hat das ein bisschen zu wörtlich mitgenommen mit können wir nicht warten, bis es trocken wird. Aber schauen wir mal, vielleicht ist ja noch was zu retten. Da hinten scheint der Verkehrsunfall zu sein. Schon ganz ordentlich dicht. So, RTW ist auch da. Der Notarzt ist auch da, sehr schön. So. Steigen wir mal aus. Tachchen. So, warten wir mal auf Anweisungen, die da kommen. Oder auch nicht kommen. Ach, ich weiß schon, wir können den Seitenschneider schon mal holen. Ha, wusste ich's doch. Eine hochverantwortungsvolle Aufgabe. Schnipp und ab ist er. Also das Kabel. Bringen wir den gleich mal wieder weg, sonst findet den nämlich nachher keiner mehr wieder. Und dann dürfen wir das alle von unserem Taschengeld bezahlen. Bremsblock. Mach mal Platz, Digga. So. Als nächstes? Ach, das Halligan-Tool da, ne? Ich entsinne mich. Einmal aufstemmen, bitte. Wo hast du den Hydraulikspeis? Warum legst du den Nudel den da hinten hin? Da braucht den kein Mensch. Ich muss jetzt das schwere Klump wieder hier hinschleppen. Mach mal Platz da. Nein, nicht ablegen. So. Und auf ist er. Ich will den nicht ablegen. So. Jetzt will ich ihn ablegen. Legen wir mal dahin. Kann nämlich sein, dass wir den gleich auf der anderen Seite noch brauchen. Da kommt der Kollege mit der Schere. Und ab mit der Tür. Er kratzt sich einmal am Kopf. Und schon ist er draußen. Das ging ja schnell. Dann können wir jetzt auch das Ding hier wegräumen. Tadam, tadam, tadam. Statt das da hinzulegen, könntest du das aber auch einfach da reinräumen. Wenn man nicht alles selber macht. So, einmal Besen holen. Will ich ja. Hallo, Besen. So. Fegen wir einmal neben dem Fleck.
und können jetzt nur langsam zurückgehen, weil der Besen so schwer geworden ist. So, Klappe zu. Schließe Fahrzeug Rolltor. Jetzt hätte der... Nein. Nicht rausziehen. Rolltor schließen. So. Jetzt erst kann man dann die Haspel dran machen. Was machst du da? Achso, du wartest darauf, einsteigen zu können. Gut. Dann lass uns wieder heimfahren. RTW nimmt den guten Verletzten nicht mit. Wir haben den Einsatz abgeschlossen und das war zu schnell. Verstanden? Verstanden. Verstanden. Verstanden haben wir's. Oh, das ist nicht ganz dicht, unser Fahrzeug. Also Wahnsinn, wie das regnet. Aber ich finde es schön, dass es reingemacht worden ist. Gefällt mir. Auch wenn die Sicht teilweise doch etwas sehr mies ist. Aber ich muss ja nicht fahren. Ich lasse mich ja fahren. Ich lasse einen fahren, sozusagen. Hm, da ist wieder die Bäckerei. Können wir da noch einen Kaffee to go holen oder sowas? Das wäre doch nett. Und dann wären wir gleich daheim. Das ist schön. Oh oh, das Fahrzeug da. Ich ahne Schlimmes. Jawoll. Meine Ahnungen haben sich bestätigt. Die Sicht ist aber auch sowas von schlecht. Ja. Ich sag dann schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Notruf 112. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.